Ja, moin Amigos, moin zusammen, ich grüße euch. Ja, normalerweise melde ich mich ja mal eine Stunde vorher mit der Aufstellung, sag dazu kurz was und dann war's das. Aber was da jetzt abging, meine Fresse. Ich weiß nicht, viele von euch haben es sicherlich jetzt auch eben selber gehört und gesehen, was Christian Keller sagte. Für die, die es nicht wissen, es gibt wohl aus der Kölner Szene und aus der Pariser Szene irgendwie Leute, die sich mögen. Und es wurde auf zwei Seiten gab es Ausschreitungen im Stadion. Angeblich sollen Nizza-Fans in den Kölner Block rein. Dann haben die sich wohl auf der anderen Seite vermeintlich revanchiert. Und gleichzeitig sind vermummte Kölner Fans, wo das richtig zur Sache ging, auf die Nizza-Fans zu. Das waren aber wohl viele oder vermehrt nur Pariser Fans. Oder Leute aus Paris, keine Ahnung, ob das vom Paris Saint-Germain ist oder vom Turnverein da oder weiß ich nicht, vom Minigolfverein, ich weiß das nicht. Und ein paar wenige Kölner Fans auch. Und haben die sich dann da auch geschlagen. Ein Kölner Fan soll irgendwie mit Messer angestochen worden sein. Und vermeintlich ein anderer Kölner Fan ist wohl rückwärts vom Oberrang runtergestürzt. Ja, mindestens einer von beiden ist halt lebensgefährlich verletzt. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Spiel ist ja jetzt verschoben worden auf 19:40 Uhr gleich Anpfiff. Mit der Bemerkung aber, bei der wohl kleinsten oder beim kleinsten nächsten Zwischenfall wird sofort abgebrochen. Jetzt ist meine Frage, was heißt das? Weil da gibt es auch bestimmt wieder den einen oder anderen Fan, der dann Leuchtfeuer anzündet und damit rumwedelt und die Netz nicht unbedingt nach links und rechts wirft. Ja. Keine Ahnung, im schlimmsten Fall können wir führen und die Kölner Fans machen da, oder vermeintlich Kölner Fans machen was, ich will ja gar nichts sagen. Ich hoffe, dass sie sich alle am Riemen reißen, dass sie einfach nur lautstark die eigene Mannschaft anfeuern und maximal die anderen Gegner da irgendwie auspfeifen. Ja, aber wenn das Spiel jetzt abgebrochen wird, tut sich oder tun die sich, glaube ich, alle keinen Gefallen, weil dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Hauereien, denke ich mal. Aber wobei, das wird es wahrscheinlich auch geben, wenn eine Mannschaft gewinnt oder hoch gewinnt, denn erst recht oder auch dann. Es ist einfach nur Katastrophe. Ich habe noch mit einem von euch vorhin, du weißt, dass ich dich meine, geschrieben, friedlich, das soll alles friedlich gehen, keine Hauereien, gar nichts und was ist? Katastrophe. Jetzt stellt euch mal vor, wir gewinnen das Spiel, haben 500.000 in der Tasche, dann kannst du noch mal mindestens das Gleiche drauf bezahlen, um die Strafe zu bezahlen für den ganzen Bums da. Spielst du unentschieden, 166.000 Euro, kannst du nochmal draufzahlen, verlierst du, musst du erst recht draufzahlen. Ja, und wer weiß, vielleicht kriegst du als Köln, als Verein hier nochmal schön ein Geisterspiel reingedrückt oder sowas, am besten gegen Nizza im Rückspiel, dann kann Baumgart da gleich zu Hause bleiben. Es ist einfach nur Katastrophe, es ist nur Katastrophe, die ganze Vorfreude ist weg. Vor allen Dingen auch für die ganzen Fans, die da hingefahren sind, die sich freigenommen haben, Urlaub genommen haben mit Hotel und Strand und einfach einen geilen Tag hatten. Es war so geile Stimmung. Die ganzen Zeitungen haben die Kölner Fans gefeiert und geil. Und jetzt hast du da so ein paar Schwachmaten da, die da irgendwie am Rad drehen und irgendwelche Pariser Fans, die da in Köln-Klamotten vermummt rumlaufen und sich da boxen da mit den Nizza-Heinis da. Vor allen Dingen auch einer meiner Zuschauer, auch du, weißt, wen ich meine, dass ich dich meine, so rum. Der hat es auch eben zu mir richtig gesagt. Das ist Urlaub, da sind die Reichen und schön. Guck dir da ein paar Hintern an und Dekolleté und ich will jetzt auch gar nicht hier zu obszön reden oder sowas da. Weiß ich nicht, sonnig da, trink was Nettes oder sowas. Als ob Nizza da jetzt eine große Hooligan-Fanbase hat oder sowas. Das sind auch nur ein paar hundert wahrscheinlich. Oder mit denen brauchst du dich nicht boxen oder sowas. Und wenn, dann machst du das in der Seitenstraße. Oder im Wald, wo kein anderer das mitkriegt oder sowas. Da sind Frauen und Kinder und alte Leute und was weiß ich, dass man da oder das beleidigt wird mit A-Punkt und W-Punkt und Hu-Punkt Sohn und was weiß ich. Und das ist schon schlimm genug für Kinder oder wie auch immer. Und jetzt, ja, keine Ahnung. Hoffen wir, dass die Jungs, unsere Jungs auf dem Platz, ein gutes Spiel zeigen können. Ja, und dann mal gucken. Keine Ahnung, was heute Abend generell noch passiert oder nach dem Spiel, wenn das zu Ende geht oder was die UEFA entscheidet, welche Strafe wir kriegen, weiß der Kuckuck, ist es einfach nur Katastrophe hier. Ich weiß, mir fehlen die Worte. Und diese Menschen, das sind auch keine Menschen, die sowas machen da oder sowas da.
Ich weiß nicht, was geht in euren Kopf vor oder sowas. Keine Ahnung. Macht ganz normal Kampfsport, boxt euch oder aber doch nicht so. Und es ist Katastrophe. Katastrophe. Gut, Spiel geht gleich los. Ja, viel Spaß. Ne? Common FC. Und ja, ich melde mich später. Ne? Bis dann. Tschüss.